Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Ich habe noch eine Frage in Bezug auf die Pressemitteilung, die gestern die Polizei verschickt hat. Dabei harsche Kritik am 1. FC Saarbrücken erkennbar. Würdest du am 1. FC Saarbrücken dazu irgendeine Stellungnahme geben oder nimmst du jetzt dazu Stellung zu diesen Vorwürfen? Natürlich kann ich dazu Stellung nehmen. Also wir sind auch jetzt überrascht, dass die Polizei sich überrascht gezeigt hat. Das muss man klar so sagen, weil ich sage ja seit 3 Wochen nichts anderes, als dass der FC aus nachvollziehbaren Gründen keinen Antrag auf Verlegung stellen konnte. Das hätte unweigerlich dazu geführt, dass wir A, entweder einen Ausweichtermin unter der Woche abends gekriegt hätten, was ja nicht im Sinne der Polizei war, oder dass wir, und das wäre das mindestens genauso große Übel gewesen, nach Frankfurt hätten ausweichen müssen. Und das haben wir auch immer klar kommuniziert. Und alle terminlichen Alternativen, die geprüft worden sind, waren alle nicht besser oder schlechter als der 6. November. Insofern haben wir uns aus unserer Sicht gut abgestimmt. Die Stadt hat ja eine ähnliche Mitteilung rausgegeben, gleichzeitig mit uns. Und da sind wir auch sehr dankbar drum, dass jetzt alle die Einsicht ja bekommen haben, weil wir müssen ja irgendwie das Spiel durchführen. Das ist ja nicht aus der Welt zu kriegen. Ne? Das ist ja nun mal da und steht auf dem Spielplan. Ob wir das jetzt da machen oder später, wird denselben Einsatz brauchen. Insofern, warum in die Zukunft verschieben, was man jetzt schon hinter sich kriegen kann. Und wenn alle signalisieren, wie die Stadt hat gesagt, wir kriegen es hin, wir haben schon immer gesagt, wir kriegen es hin. Und ich sehe auch jetzt, was Badminton angeht, also da muss ich auch sagen, wir haben vollstes Verständnis, dass so ein Turnier, das ja abgegradet worden ist, das findet ja schon über 10 Jahre statt, nur jetzt hat es einen anderen Stellenwert mit einem entsprechend Fernsehhintergrund in Asien. Das ist ja toll für das Saarland und auch gut, dass wir sowas hier haben. Aber wir sehen jetzt nicht die Gefahr, dass so ein Turnier, das ja über mehrere Tage geht, an einem einzigen Tag, da finden ja meines Wissens keine Endspiele statt, sondern die finden alle Sonntag statt, so in der medialen Aufmerksamkeit gestört wird, dass es für Badminton ein Problem wird. Das sehen wir jetzt eigentlich nicht. Insofern gehen wir davon aus, dass jetzt auch das Badminton-Turnier so bekannt ist mittlerweile durch die Diskussion, findet es statt oder findet es nicht statt, dass auch der BC Bischmisheim jetzt davon profitiert, dass jetzt jeder weiß, dass das Turnier ist. Vielleicht kommt der eine oder andere Zuschauer sogar mehr. Ich weiß ja, dass in den vergangenen 10 Jahren da in der Spitze mal 300-400 Leute waren. Vielleicht werden es jetzt ja mehr. Und das wünschen wir denen auch. Ja, weil das hat ja auch Konsequenzen, war ja auch sehr gut in der Saarbrücker Zeitung aufgearbeitet. Da kann es ja auch mal um ein Vorbereitungsturnier für Olympia in Paris gehen. Und wir wollen ja auch generell den Sportstandort Saarland stärken mit Olympiastützung und so weiter. Das ist alles klasse, das wollen wir auch unterstützen. Aber wir als Verein haben einfach eine Güterabwägung zu machen. Ne? Gehen wir zum DFB und machen uns dann angreifbar mit einer Spielverlegung, die ja nicht begründet werden kann. Polizei sagt selbst, sie kriegen es hin. Haben sie in ihrer Verlautbarung gesagt, und ich habe da ganz großes Vertrauen in unsere Polizei, die kriegen das auch hin. Es ist natürlich schwerer, als wenn das ein solitäres Ereignis wäre, aber sie haben gesagt, wir kriegen es hin, und damit hat der DFB im Prinzip ja keinen Grund, das Spiel zu verlegen. So sieht es auch die Stadt, und jetzt gehen wir einfach in die Abstimmung rein. Da wird es jetzt diverse Sicherheitsbesprechungen noch geben, sodass der Rahmen jetzt komplett abgesichert wird. Da wird es genug Polizeibeamte jetzt geben, die sich die Herausforderung stellen. Und wir haben da vollstes Vertrauen, dass das hingeht, trotz der Kritik jetzt, dass es da im Vorfeld vielleicht, ich sag mal, Missverständnisse gegeben haben in vielen Gesprächen. Ich war da selbst nicht dabei. Aber ich kann immer nur darauf hinweisen, dass meine Wenigkeit in Form des Sprechers immer gesagt hat, wir werden keinen Antrag stellen. Das war seit Wochen bekannt. Aber wie gesagt, wir sind da optimistisch, das kriegen wir schon hin. Das Derby wird immer das Derby bleiben, egal wann es ist. Und jetzt nehmen wir den Termin und bringen es hinter uns, hoffentlich mit 3 Punkten. Und danach werden alle froh sein, dass es stattgefunden hat.